Und jetzt freue ich mich. Hier auf der Bühne 1 beim 35C3 in Leipzig einen der spritzigsten, schnellsten, engagiertesten, witzigsten Künstler zu präsentieren, die es überhaupt gibt. Nico Semsrott. Hallo. Na, es ist mir eine große Ehre, heute hier das Letzte sein zu dürfen. Vielen Dank für diese Einladung. Ich spiele heute ein Worst-of meines Soloprogramms Freude ist nur ein Mangel an Informationen. Ich bin von Beruf Demotivationstrainer und ich fange mit meinem Lieblingswitz an. Es ist aus meiner Sicht auch der Witz, der Deutschland am besten zusammenfasst. Es ist sozusagen eine Scherzfrage. Wie oft steckt das Wort Liebe im Grundgesetz? Einmal im Wort Kriegshinterbliebenen. Ja, Scheitern, das ist mein Thema, seit ich auf der Welt bin. Ich habe das Gefühl, die Gesellschaft passt sich immer mehr meinem persönlichen Leben an. Ich hatte gehofft, dass das irgendwie anders abläuft. Was ist Scheitern? Ich habe es mal auf eine Formel gebracht. Scheitern ist aus meiner Sicht Wollen minus Können. Was ist wichtig, um zu scheitern? Vor allem muss man etwas wollen. Ja, wer nichts will, der kann auch nicht scheitern. Dementsprechend, was ist noch krasser als scheitern, ist gar nicht erst versuchen. Ja, und dementsprechend, finde ich, sollte man immer sehr respektvoll allen Menschen gegenüber stehen, die gescheitert sind, denn sie haben vorher etwas versucht. Und das ist cool. Ich habe einen Kalender des Scheiterns rausgebracht, unter anderem mit meinem Bruder Arne zusammen. Und ich möchte kurz 5 Ereignisse des Scheiterns aus diesem Abreißkalender vortragen, denn mir und uns ist es wichtig, häufiger über Scheitern zu reden, auch um das Scheitern zu normalisieren und auf diese Weise dem Scheitern den Schrecken zu nehmen. Ich gebe einfach mal 5 Beispiele. 21. April 1995, Gary Creeman startet seine Dating-Website Match.com. Seine Freundin lernt dort einen anderen Mann kennen. Respekt. 4. Juni 1923. Während eines Pferderennens stirbt der Jockey Frank Hayes auf halber Strecke an einem Herzinfarkt und kommt trotzdem als Erster ins Ziel. Es ist sein erster Sieg. 12. April 1976. Ronald Wayne verkauft seinen Anteil von 10% der Apple-Aktien für $800. Ich dachte, das wäre bekannt. 17. Juni 1871. In den USA will ein Anwalt nachahmen, wie sich ein vermeintliches Mordopfer selbst getötet hat. Er erschießt sich dabei. Sein Mandant kommt frei. Ist mir auch klar, streng genommen ist er nicht gescheitert. 14. August 1977. Der Australier Alan Jones gewinnt überraschend das Formel-1-Rennen von Österreich. Niemand vor Ort weiß, wie man die australische Hymne spielt. Ein Trompeter stimmt Happy Birthday an. Ja, mir wurde gesagt, dass Werbung hier nicht so gern gesehen ist, aber die Folie ist jetzt schon drin. Mein Online-Shop heißt kannstudirschenken.de. Also da gibt es den Kalender auch. Wir machen noch eine kurze Vorstellungsrunde. Aber das ist nicht schlimm. Erstmal singen wir alle noch gemeinsam ein Lied. If you're happy and you know it, clap your hands.
If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and you know it. Okay, der Raum ist groß. Das. Okay. Genau, dann wollte ich noch wissen, wer hat mich zufällig schon mal live gesehen? Einfach mal kurz melden, damit ich so einen Überblick habe. Okay, das sind bestimmt 30 Leute, das ist eine Top-Quote. Wer hat mich schon mal im Fernsehen oder auf YouTube gesehen? Okay. Gegenprobe, wer hat noch gar nichts von mir gesehen? Für euch wird es eine harte Stunde. So, dann stelle ich mich jetzt selbst noch etwas ausführlicher vor. Das ist mein sehr langweiliger Name. Wenigstens mit den Initialen liege ich schon voll im europäischen Trend. Mittlerweile bin ich meinen Eltern sehr dankbar, dass sie mich nicht Simon genannt haben. Oder so. Geboren wurde ich am 11.03.1986. Mein Geburtsdatum setzt sich aus zwei Komponenten zusammen. Zum einen dem Jahr vom Supergau von Tschernobyl, zum anderen dem Tag vom Supergau von Fukushima. Für mich mittlerweile als Eselsbrücke ganz hilfreich. An meinem 18. Geburtstag waren die Terroranschläge von Madrid, an meinem 23. Geburtstag der Amoklauf von Winnenden, an meinem 25. Geburtstag eben der Supergau in Fukushima. Bin echt gespannt, was mein Leben noch so bringt. Aufgewachsen bin ich am Stadtrand. Der Stadtrand kombiniert die Nachteile von Stadt und Land. Kulturelle Angebot des Landes und den Lärm der Stadt. Und zwar in einem Reihenhaus. Das Reihenhaus kombiniert die Nachteile von Besitzen und Mieten, die hohen Kosten und die fehlende Privatsphäre. Ja. Danke, Mama und Papa. Das war ich mit 7 Jahren im Vogelpark. Meine Satireausbildung habe ich bei den Profis erhalten auf einer katholischen Schule. Ich gebe gerne ein Beispiel für Sie, diese Satire-Ausbildung. Wir hatten Schulgebetsbuch. Jeden Morgen musste irgendjemand irgendein Gebet daraus vortragen. Mein Lieblingsgebet war mit Abstand dieses hier. Lieber Gott, ja, bitte mach, dass wir alle gesund bleiben und dass der Krieg in aktuelles Gebiet einfügen aufhört. So. Nach der Schulzeit war ich wie so viele andere auch verwirrt. Ich wusste nicht, wohin mit mir. Soll ich direkt in die Arbeitslosigkeit gehen oder noch eine Ausbildung anfangen? Ich habe mich dann für den Kompromiss entschieden. Im Hörsaal überkam mich weitere Zweifel. Soll ich vielleicht doch nicht studieren oder doch studieren? Ich habe mich dann für den Kompromiss entschieden. Das stimmt nicht, das habe ich nur reingenommen, weil es funktioniert. In echt habe ich mein Soziologiestudium bereits nach 6 Wochen abgebrochen, um mich künftig konsequenter meiner Depression widmen zu können. Das hätte ich natürlich sehr gut auch im Soziologiestudium machen können. Ne? Soziologie ist ja im Prinzip nichts anderes als Depression mit Büchern. Aber ich habe mir damals gedacht, das ist mir zu deprimierend, werde ich lieber konsequenterweise Demotivationstrainer. Das bin ich mittlerweile seit über einem Jahrzehnt und meinem Leben bisher würde ich einen von 5 Sternen geben. Was kann ich wirklich gut zweifeln, resignieren, andere Menschen demotivieren? Und dann habe ich mich natürlich gefragt, was kann ich mit diesen Fähigkeiten mal beruflich machen? Und dann ist mir eingefallen. Dann dachte ich mir, so viel Selbsthass habe ich auch nicht. Werde ich lieber konsequent Demotivationstrainer, genau. Aber ich habe auch schon überlegt, den Gag rauszunehmen, weil man über Tote ja keine Witze machen sollte. Genau, ja, eben, Demotivationstrainer, mein Leben bisher, das habe ich eben schon gesagt, dem würde ich bisher 1 von 5 Sternen geben und das drückt sich auf in Erotik 0 Sterne, Action 0 Sterne, Unentschlossenheit 2 Sterne, vielleicht auch 3, da bin ich mir nicht so sicher. Ne? Ja. Unterm Strich macht das 1 von 5 Sternen und müsste ich mein Leben nochmal angucken, würde ich sagen, würde ich mir nicht nochmal angucken. Ne? Ja.
Ja, als Demotivationstrainer habe ich tatsächlich auch schon ein paar Erfolge vorzuweisen. Ich bin zum Beispiel Alkoholiker. Hier sieht man jetzt beispielhaft den März 2014 in Rot markiert, alle Tage, an denen ich trinken musste. Hier jetzt die Begründung. Ja, man sieht, das sind alles unfassbare Käfer. Ja. Ja, München, das war auch nüchtern auszuhalten, dafür habe ich mich von der Tour danach ein paar Tage nicht erholt. Ja. Am 29. März habe ich es mal wieder geschafft, aufs Trinken zu verzichten und das habe ich dann 2 Tage gefeiert. Ja. Was ist noch passiert? Ein paar virale Hits auf YouTube und Facebook. Daraufhin habe ich immer massenweise Feedback bekommen. Ich wurde unter anderem schon als Systemhure bezeichnet, die sich von Systemparteien finanzieren lässt. Und das ist ein absurder Vorwurf. Ich kann auch einfach mal transparent machen, wer mich tatsächlich finanziert. Grob gesehen, diese 3 Institutionen. Zu 58% finanziert mich Mama, zu 40% Papa. Und was viele sicher auch nicht überraschen wird, zu 2% werden meine Gags finanziert vom Syrischen Verein zur Vernichtung des deutschen Volkes e.V. Ja, ich möchte eine Denkart vorstellen, die ich mir ausgedacht habe. Ich nenne sie das Positive-Negative-Thinking. Das setzt sich zusammen aus dem Positive-Thinking und dem Negative-Thinking. Ergibt das Positive-Negative-Thinking. Positive-Thinking bedeutet, das Glas ist voll. Negative-Thinking, das Glas ist leer. Das Glas ist voll leer. Danke. In unserer Gesellschaft gehen wir häufig davon aus, zumindest in im neoliberal geprägten Teil, gehen wir davon aus, dass positives Denken auch konstruktiv ist. In meinem Leben hat sich das nicht bewahrheitet. Ich glaube, dass positives Denken destruktiv ist. Und das sieht man auch in Deutschland bei allen Großprojekten. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich gehe davon aus, dass wir das mit dem großen Flughafen locker hinkriegen, dann geht man positiv ran und hat ein negatives Ergebnis. In meinem Leben ist es eher umgekehrt der Fall. Wenn ich negativ rangehe, dann bekomme ich ein positives Ergebnis. Das hat sich auch in vielen Studien schon gezeigt. Leute, die pessimistisch an ein Projekt herangehen, die werden es eher erreichen als die Optimisten, weil die Optimisten nicht mit Problemen rechnen und dann von diesen Problemen in einem Projekt komplett aus der Bahn geworfen werden, während die Pessimisten sagen, ja stimmt, damit habe ich gerechnet und auf diese Weise eher zum Erfolg kommen. Man kann das hier an diesem Beispiel auch nochmal sagen. Was will ich? Das ist die positive Fragestellung. Was will ich nicht? Ist die negative Fragestellung. Und wenn man jetzt negativ an das ganze Leben herangeht, dann setzt man sich einfach das Ziel, ich will unglücklich sein, dann stellt man fest, dieses Ziel erreicht man ziemlich einfach. Kaum erreicht man ein Ziel, schon macht einen das glücklich. Ja? Wenn ich aber umgekehrt sage, ich will glücklich sein, dann merke ich wieder, es gibt sehr viele Optionen, ne? Es gibt Milliarden Optionen. Höchstwahrscheinlich werde ich dann, wenn ich eine Option wähle, denken, hätte es nicht noch eine bessere Option gegeben. Dementsprechend kann ich mein Ziel eigentlich gar nicht erreichen, schon bin ich unglücklich. Ja? Das ist sozusagen die Beweisführung, dass eine negative Herangehensweise eher zum Glück führt als eine positive. Also, ja. Nee. Und dementsprechend würde ich auch mit so einer Frage ans gesamte Leben rangehen, mit welchen Entscheidungen vermurkse ich mein ganzes Leben und mein Leben vom Sterbebett aus betrachten. Ne? Sätze, die man auf dem Sterbebett selten hört, hätte ich doch mehr Zeit im Büro verbracht. Hätte ich bei der Berufswahl doch auf meine Eltern gehört oder habe ich eigentlich den Herd ausgeschaltet? Ja? Also den Satz hört man auf dem Sterbebett auch eher selten. Und wenn man als Angehöriger diesen Satz hört, denkt man dann auch eher, hä? Stirb. Ja. Was passiert, bevor man im Sterbebett liegt? Hier sehen wir das ganze menschliche Leben schon schematisch aufgezeichnet. Ne? Es gibt Geburt, Tod und dazwischen ganz viel Leere. Ja, der Mensch hält diese Lehre traditionell nicht aus, deswegen füllt er sie mit Quatsch. Ja, das war Philosophie und Religion in 2 Folien zusammengefasst. Lehre, Quatsch. Ja, unser Leben verbringen wir in Gruppen darum zu streiten, welcher Quatsch jetzt stimmt.
Ne? Und das hat die Menschheit immer schon so gemacht. Vor Zehntausenden von Jahren hat sich die Menschheit gesagt, warum donnert es, bis jemand aus der Gruppe den Vorschlag gemacht hat, könnten Donnergott sein und alle anderen erleichtert gesagt haben, nehmen wir. Ja. Und so ist der Mensch dann von Irrtum zu Irrtum geeilt. Ein paar tausend Jahre später sind wir alle davon ausgegangen, dass die Erde eine Scheibe ist. Vor 160 Jahren sind wir in Mitteleuropa noch davon ausgegangen, dass Aderlass eine super Idee ist, um Krankheiten zu heilen. In dem Kontext ist es eher unwahrscheinlich, dass in 100 Jahren mal eine Generation auf heute zurückblickt und behauptet, krass, ja. Die haben echt alles gecheckt. Wenn wir also für einen kurzen Moment ehrlich zu uns selbst sind, dann haben wir eigentlich nur zwei Möglichkeiten, woran wir glauben können. Entweder an bereits widerlegten Quatsch oder an noch nicht widerlegten Quatsch. Ja? Und das ist eigentlich der erste große Unterschied zwischen Fundamentalisten und Aufklärern. Fundamentalisten glauben an bereits widerlegten Quatsch, Aufklärer glauben ebenfalls an Quatsch, fügen aber noch hinzu, ist aber der beste Quatsch, den wir bis jetzt rausgefunden haben. Ja? Ich möchte jetzt etwas ausführlicher auf den fundamentalistischen Quatsch eingehen, weil der ja in den letzten Jahren ganz schön viel Erfolg und Rückenwind bekommen hat. Und ich mache das jetzt einfach mal am Beispiel des Rassismus in der AfD. Und ich finde, es ist wichtig, auch hier weiterhin zu differenzieren. Ja, nur weil Fundamentalisten die ganze Zeit pauschalisieren und vereinfachen, sollte man das als Aufklärer nicht auch tun. Deswegen differenziere ich an dieser Stelle ausdrücklich. Natürlich gibt es in der AfD nicht nur Rassisten, sondern eben auch Leute, die sagen, wir finden Rassisten okay. Ja, das sind die im blauen Bereich, das sind die Weltoffenen in der AfD. Ja, die Farbwahl ist Zufall. Und wie funktioniert die Debatte? Rassisten sagen erst, wir sind keine Rassisten. Und dann sagen dumme Menschen, ah, okay, dann ist ja gut, herzlich willkommen bei Hart, aber fair. Und natürlich gibt es ein grundsätzliches Problem in einer Demokratie, ne? Man muss anderen Meinungen gegenüber ja tolerant sein, aber hier warnt ja Karl Popper vor dem Toleranzparadoxon. Er sagt, wer auch der Intoleranz gegenüber tolerant ist, der befördert Intoleranz. Oder um es mit Rosa Luxemburg zu sagen, Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden, aber was ist, wenn der andere denkt, dass alle das Gleiche denken sollen? Hier verliere ich die Leute jedes Mal. Machen wir einfach weiter. Also, wie läuft die Debatte um Rassismus zusammengefasst? Im Prinzip sagen Rassisten erstmal, andere Menschen sind weniger wert als wir. Vernünftige Demokraten entgegnen darauf, dann bitte verlasst diese Veranstaltung. Und dann sagen Rassisten, Demokraten, was seid ihr nur für Nazis? Ja? Also es gibt genau diese drei Schritte. Erst kommt die Aggression durch die Rassisten, dann gibt es die Reaktion der Demokraten und dann gibt es die Opferrolle rückwärts. Ja. Irgendwie funktioniert das nicht so, wie ich will. Kann ich das? Ich glaube, das ist ein Lifehack jetzt. Ja, ich habe da nochmal eine andere Folie zu, Aufklärer gegen Fanatiker. Die können sich ja auch gar nicht verstehen, weil die von unterschiedlichen Prinzipien ausgehen. Aufklärer gucken sich erst die Fakten an, erzählen dementsprechend die Geschichte. Fanatiker machen es genau umgekehrt. Sie denken sich erst die Geschichte aus und passen dann alle Fakten der Geschichte an. Ne? Das ist das, was das Weiße Haus alternative Fakten nennt. Gucken uns mal drei Beispiele an. Ein Aufklärer betrachtet einen Menschen und stellt fest, jeder Mensch besteht aus unterschiedlichen Eigenschaften. Er hat zum Beispiel Erfahrungen, Religion, politische Einstellung, psychische Gesundheit, soziales Umfeld, eine Nationalität. Auch das ist noch eine grobe Vereinfachung, aber das Prinzip wird deutlich, jeder Mensch besteht aus unterschiedlichen Eigenschaften. Ja, und dann kommt ein Fanatiker und sagt, nee, das ist ein Moslem.
diese Vereinfachung gibt es in allen Debatten. Nächstes Beispiel, das Phänomen wachsende soziale Ungleichheit. In fast allen westlichen Gesellschaften geht die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander. Auch hier kann man sich ja einfach mal angucken, woran das liegt. Zum Beispiel an einem sehr ungerechten Erbrecht, Maschinen, die den Menschen die Arbeitsplätze wegnehmen, Lohnkosten, die in anderen Weltregionen niedriger sind. Es liegt an einer Landflucht, einer alternden Gesellschaft und der Finanzkrise von 2008, die immer noch Schockwellen durch die politischen Landschaften schickt. Als lösungsorientierter Mensch könnte man jetzt sagen, wir versuchen wenigstens an einer dieser Schrauben zu drehen. Und dann kommt ein Fanatiker und sagt ja, oder wir sagen einfach Ausländer raus. Ja? Und das finde ich ist ein faszinierender Ansatz, weil das rechts, links ja gar nicht vorkommt. Ja? Das ist also eine kreative Leistung. Ja, drittes Beispiel, das Phänomen Attentate, Amokläufe, Anschläge. Auch hier lohnt es sich einfach mal in der Realität nachzugucken, wer die allermeisten Attentate begeht. Das sind in der Regel Männer, die psychisch krank sind, Außenseiter, Rassisten, Mörder unter 53. Unter 53, das ist mittlerweile nicht mehr aktuell. Seit dem Sommer 2017 müsste da stehen unter 64. Ne, das bezieht sich auf den Amokläufer von Las Vegas. Ich habe mich aber geweigert, diese Folie zu ändern, weil ich nicht bereit bin, für jedes Arschloch da mich... Ja. Was vielleicht am interessantesten ist, 97% aller Massenmorde gehen auf das Konto von Männern, wenn man das Problem also wirklich lösen möchte. Ich habe nichts gesagt. Gehen wir auch hier nochmal vernünftig ran. Unter 53 Mörder, Rassisten, Außenseiter, Männer wird es wohl immer geben. Bei den psychisch Kranken könnte man tatsächlich menschenfreundlichen Ansatz versuchen und sagen, wir versuchen die Versorgung von psychisch Kranken zu verbessern und dann sagen Fanatiker und Fundamentalisten in ganz Europa immer ja oder wir verbieten einfach Burkas. Ja, und das ist ein Beispiel für die Lösungskompetenz von Fundamentalisten, die gehen nämlich immer direkt zum Problem. Ja, da gibt es, glaube ich, mittlerweile schon Studien zu. Männer, die eine Burka tragen, haben enorm hohes Aggressionspotenzial. Also deswegen. Wirklich aufregend fand ich die Debatte nach dem Amoklauf von München. Damals hatte ja ein Rassist mit Migrationshintergrund andere Menschen mit Migrationshintergrund erschossen und damals hat dann sogar die AfD gesagt, das ist uns zu kompliziert, wir sind raus. Ne? Einerseits einer von uns, andererseits nicht. Und die CSU hat sich damals von dieser Komplexität nicht abhalten lassen. Sie hat einfach das gefordert, was sie häufiger fordert, nämlich künftig die Bundeswehr im Innern einzusetzen. Und das fand ich war so ein menschenfreundlicher Vorschlag. Den wollte ich mir mal etwas genauer angucken. Da geht es ja offenbar darum, dass die Polizei überfordert ist und deswegen die Bundeswehr eingesetzt werden muss. Und da habe ich mich dann gefragt, was kann denn die Bundeswehr, was die Polizei nicht kann? Als erstes ist mir da eingefallen, Altstädte bombardieren. Ja, es gibt viele Städte, die im Zweiten Weltkrieg vergessen wurden. Könnte man in diesem Zug. Könnte man in diesem Zug einfach mal nachholen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man bei so einem Flächenbombardement den Attentäter auch trifft, ist ja gar nicht so gering. Die Stelle kam bis jetzt neulich in Dresden am besten an. Mittlerweile bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob die Bundeswehr das wirklich könnte. Also ich hab im Sommer gelesen, dass zeitweise nur 4 von den über 100 Eurofightern einsatzbereit gewesen wären. Und ich habe da gedacht, ach schön, wenigstens in der Hinsicht in einem Land zu leben, wo das allen egal ist. Ja, und ja. Und dann habe ich noch heimlich gedacht, selbst wenn die AfD irgendwann an die Macht kommen sollte, bräuchte sie dann ja noch 10 Jahre, um das Militär aufzubauen.
Da habe ich in meinem Leben zum ersten Mal gedacht, danke Ursula von der Leyen. Ich finde es gut, dass sie die Hunderten von Millionen lieber Beraterfirmen gibt, als es in Militärmaterial zu stecken. Das ist eigentlich eine gute Form von Korruption. Naja. Und ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, vor einigen Wochen haben sowohl Macron als auch Merkel die Einführung einer echten europäischen Armee gefordert. Und ich habe damals dann auf Twitter geschrieben, ja, das finde ich eine gute Idee, aber bitte nur nach deutschen Standards. Ja, das heißt, alles unterfinanziert, nichts kann abheben und wenn es irgendwie eine große Katastrophe gibt, dann vielleicht ein Moorbrand. Ja. Also, dann schrieb jemand drunter, ich habe leider vergessen, wer es war, aber es war eine wunderbare Antwort. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner kann hin. So. Was kann die Bundeswehr noch, womit die Polizei sicher überfordert wäre? Und das ist der humanitäre Ansatz, Brunnen bohren, die Innenstädte einfach fluten. Dritte Möglichkeit, Schulen bauen direkt neben dem Anschlagsort, ne, das ist der Verwirrungsmoment, damit rechnet niemand. Ne? Auch der Attentäter dann so, hä? Was soll das? Ja, dann habe ich mir diese Liste nochmal angeguckt, habe festgestellt, dass das ziemlich albern von mir war, aber dann ist mir aufgefallen, dass Horst Seehofer und die CSU immer noch Teil dieser Bundesregierung sind und dann fand ich das auch albern und dann waren wir quitt. Ja. Mal gucken, was jetzt kommt. Ah ja. Also, ich frage mich häufig, was kann ich denn in einer Welt, in der Fakten immer weniger zählen, auch in einer Welt, wo Donald Trump US-Präsident ist, was kann ich in so einer Welt als Satiriker noch oben drauf legen? Und als mich die sehr gute Partei, die Partei vor etwa 2 Jahren gefragt hat, ob ich nicht auch eine Karriere als Spitzenpolitiker einlegen will, habe ich gesagt, hihi, okay. Das sah dann im letzten Bundestagswahlkampf so aus, wir geben der Krise ein Gesicht, die Partei, das nächste Plakat war noch schöner in Szene gesetzt. Eine Journalistin meinte damals zu mir, welche Krise und ich nur, hä, welche Krise denn nicht? Aus meiner Sicht gibt es kaum einen Bereich in unserer Gesellschaft, der sich nicht in einem krassen Umbruch, also in einer Krise befindet. Auch die Parteien befinden sich natürlich alle in einer großen Krise, auch gerade in einer Nachwuchskrise. Hier sieht man jetzt das Durchschnittsalter der Parteimitglieder. Die Grünen sind sozusagen die Jungspunde mit einem Altersschnitt von 50 und dann geht es hoch bis zur CDU mit einem Altersschnitt, wie gesagt, von 60, wobei ich mir sehr gut vorstellen kann, dass die da auch sprichwörtlich Karteileichen mitrechnen. Ich weiß nicht, warum man bei dem Altersschnitt noch extra eine Organisation namens Seniorenunion braucht. Also, das ist ja. Bitte? Danke. Ja, man sieht hier auch sehr gut, die Partei ist die Zukunft mit einem Altersschnitt von 34 und die Partei wird hier gleichsam genannt, auch mit der AfD, gerade weil beide Parteien jeweils gleich viele Mitglieder haben, um die 30.000. Und der Vorteil für die Partei in diesem direkten Vergleich, AfD-Mitglieder sind früher tot. Ja. Ein weiteres Motiv aus dem letzten Bundestagswahlkampf. Das war, glaube ich, das Ehrlichste. Das war mein persönlicher Ansatz. Ich wollte direkt die größte Wählergruppe Deutschlands ansprechen, die 18 Millionen Nichtwähler. Ich habe mir gesagt, warum sind die anderen Parteien so dumm und kümmern sich nicht um die? Da habe ich eine ziemlich große Marktlücke gesehen. Ich durfte einen Wahlwerbespot drehen, der auch direkt vor der Tagesschau ausgestrahlt wurde. Und ich habe argumentiert, liebe Nichtwähler, wenn es euch egal ist, wer im Bundestag sitzt, wäre es dann nicht schön, von jemandem vertreten zu werden, dem es egal ist, dass er im Bundestag sitzt?
Wir sehen hier einen Screenshot aus diesem Wahlwerbespot. Ich habe auch mittlerweile überlegt, noch als Reaktion auf Sarah Wagenknechts Aufstehen-Bewegung eine Liegenbleiben-Bewegung zu gründen, aber ich konnte mich bisher dazu noch nicht aufraffen. Das war vielleicht ein Konstruktionsfehler. Vielleicht. Ja, was ich sehr erstaunlich finde, dieser Wahlwerbespot war tatsächlich in den sozialen Medien der meistgeteilte Wahlwerbespot überhaupt im gesamten Wahlkampf. Und ein Medium schrieb dazu, ja gut, aber es war ja auch der inhaltsreichste. Ich habe irgendwie Gefallen gefunden am Prinzip Wahlkampf, habe mich gefragt, wann kann ich das nächste Mal Wahlkampf machen? Und da ist mir aufgefallen, am 26. Mai 2019 ist Europawahl. Und ich habe dann Martin Sonneborn, der ja schon im Europaparlament für die Partei sitzt, gefragt, ob ich nicht auf Listenplatz 2 hinter ihm kandidieren kann. Und er meinte, hihi, okay. Es steht noch so gut wie nichts. Ich denke, wir werden eine Woche vor der Wahl mit dem Wahlkampf dann auch beginnen. Die Idee ist es aber, einen europäischen Präsidentschaftswahlkampf nach amerikanischem Vorbild zu gestalten, Sonneborn-Semsrott. Und dementsprechend ist das hier ein Entwurf. Mal gucken, kommt das? Ja. So ein Entwurf. Ich probiere den Slogan jetzt einfach mal. Keine Ahnung, ob der dann umgesetzt wird, wenn er jetzt hier gut ankommt, vielleicht schon. Ein Slogan im Entwurfsordner ist Europa stärken, Deutschland schwächen. Mein persönlicher Ansatz ist, ich würde gern Kommissionspräsident werden, und wenn ich dann Kommissionspräsident sein sollte, dann werde ich in Europa die Demokratie einführen, notfalls gegen die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger. Ja, kommen wir doch einfach zum nächsten Thema, Drogenpolitik. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich musste Weihnachten jetzt auch mit meiner Familie verbringen, und ich habe da wie immer gedacht, warum muss ich das gerade nüchtern aushalten? Und dann ist mir aufgefallen, muss ich ja gar nicht, ne? Ich kann mich mit Weihrauch, Myrrhe und Alkohol zuknallen, ne? Auf den Dreiklang des christlichen Vollrausches ist Verlass. Aber ich habe mich dann auch gefragt, warum muss ich denn auf eine dieser drei Drogen zurückgreifen? Na, Alkohol, das ist ja höchst riskant. Ne? Und deswegen habe ich mich gefragt, warum kann ich mich nicht auch unter dem Einfluss einer Droge mit meiner Familie treffen, die mich gelassen macht? Bing. Ja? Oder sogar unter dem Einfluss einer Droge, die mich in meine Familienmitglieder verliebt macht? Bing. Ja. Antwort ist klar, weil Drogenpolitik in Europa von Alkoholikern gemacht wird. Machen wir einfach mal ein Quiz. Quiz. Und vergleichen zwei Drogen miteinander. Stoff A ist bewusstseinsverändernd, hat 1,8 Millionen süchtige Teilnehmer in Deutschland und ist verantwortlich für 74.000 Tote jährlich. Stoff B ist bewusstseinsverändernd, hat 300.000 süchtige Teilnehmer und ist verantwortlich für 0 Tote jährlich. Jetzt die Quizfrage. Richtig. Ja. Alkohol ist erlaubt. Cannabis verboten, und gerade wenn man sich die letzte Zeile anguckt, versteht man ja auch sofort, warum. Ja, ich verstehe es nicht. Ich nehme allein schon aus Protest gegen diese irrationale Drogenpolitik Drogen. Ja. Also vor allem illegale Drogen natürlich. Aber vernünftiger wäre es natürlich, überhaupt keine Drogen zu nehmen, aber der Mensch ist ja nicht vernünftig.
Ne? Er fährt müde Auto, er spielt Golf und er riecht am Finger, mit dem er sich eben noch im Intimbereich gekratzt hat. Ne? Das ist das Niveau, auf dem der Mensch eigentlich unterwegs ist. In allen Zeiten und in allen Kulturen hat der Mensch Drogen genommen. Sogar Tiere, die Zugang zu Rauschmitteln haben, berauschen sich. Es ist offenbar ein natürliches Bedürfnis, sich oben immer mal wieder das Licht auszuknipsen. Ja, und dementsprechend ist die Frage falsch gestellt, soll es Drogenhandel geben? Das ist eine dumme Frage, weil es Drogenhandel natürlich immer gibt. Eine kluge Fragestellung wäre, wer soll den Drogenhandel bestimmen? Und da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten, entweder die Kriminellen oder der Staat. Wobei ich da schon häufiger darauf hingewiesen wurde, dass es da Schnittmengen geben soll. Gehen wir einfach mal beide Fragestellungen durch. Wer würde von einer Legalisierung aller möglichen Drogen profitieren? Als erstes natürlich die Wirtschaft, denn Drogenverkauf schafft Arbeitsplätze. Damit habe ich die Diskussion in Deutschland eigentlich schon gewonnen. Ich mache jetzt einfach als Zugabe noch weiter, wer würde noch von einer Legalisierung aller möglichen Drogen profitieren? Natürlich Justiz und Polizei, weil sie sich plötzlich um wichtigere Dinge kümmern könnten als um die Verfolgung von Konsumenten. Die Konsumenten würden auch noch profitieren, weil sie plötzlich kein verunreinigtes Zeug, sondern staatlich kontrollierte Drogen zu sich nehmen könnten. Stichwort deutsches Reinheitsgebot. Der Staat würde natürlich nicht nur im Gesundheitsbereich profitieren, sondern natürlich auch durch mehr Steuereinnahmen, mehr Geld, geil. Und jetzt gucken wir uns im Vergleich noch an, wer von einem weiter so in der Drogenpolitik profitieren würde. Aber es gibt auch noch gute Argumente von Legalisierungsgegnern, die sagen dann zum Beispiel, Veränderung verwirrt mich, das haben wir noch nie so gemacht, nö, nö, nö. Ja, wir haben das Jahr 2018 und in Deutschland regiert das Alte Reich. Mit dem Alten Reich meine ich die alten Reichen. Ne? Gerade für jüngere Leute stellt sich natürlich die Frage, wie man in dieser Gesellschaft irgendwann mal zu Wohlstand kommen kann. Und rein theoretisch geht das natürlich über Leistung, aber das ist nicht einer der beiden klassischen Wege zum Wohlstand in Deutschland. Der erste klassische Weg ist natürlich Erben, der andere wäre ein früheres Geburtsdatum gewesen. Ja? Wenn ich 30 Jahre früher auf die Welt gekommen wäre, würde es mir wirtschaftlich deutlich besser gehen. Man kann das hier mal an drei willkürlichen Fakten sich raussuchen. 1987 hat man sein Studium im Schnitt noch mit 28 beendet in Westdeutschland. 2017 mit 24, ne, das ist schon ein krasser Unterschied, ne, der durch die Bologna-Reform entstanden ist. Damals gab es noch Kündigungsschutz, heute gibt es Kündigungswas? Und damals hieß es, die Rente ist sicher, heute heißt es dazu nur noch ha 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 ha. Oh, ah, oh, ah, oh. Ist erstaunlich nah beieinander, ne? Ja. Ein großes Problem für die Demokratie ist natürlich die Demografie. Ne? Die älteren Wählergruppen, die dominieren in dieser Demokratie das ganze Politikgeschehen. Natürlich richten sich die Parteien nach den größeren Wählergruppen aus. Die unter 35-Jährigen, die stellen nur etwa 15% der Wählerinnen und Wähler, sind dementsprechend egal. Und ich habe mich gefragt, wie kann man dieses Problem lösen? Und mein Ansatz, der leitet sich ab von der durchschnittlichen Lebenserwartung. Man wird im Schnitt 81 Jahre, wird mit 0 Jahren geboren, im Schnitt. Und darf aber erst 18 Jahre später mitwählen. Und hier ist doch die naheliegende Frage, warum ist das nur auf der einen Seite beschränkt? Ein
Ne? Das hier wäre ein viel logischerer Ansatz. Ne? Und Leute, die in diesem Bereich ab 63 unterwegs sind, denen kann man ja sagen, seid doch froh, dass ihr überhaupt noch lebt. Ja. Ja, ja, im menschheitsgeschichtlichen Schnitt seid ihr eigentlich schon ein paar Jahre tot. Das ist eine Zugabe. Ja. Neulich kam danach noch ein älterer Herr auf mich zu und meinte, es wäre eine altersdiskriminierende Nummer gewesen. Und da habe ich ihm zugestimmt. Ja, klar ist das eine altersdiskriminierende Nummer, aber es ist ja Satire. Und das wird eh nie in die Tat umgesetzt werden. Das ist Satire, während dann in der Realität die gesamte Politik jugenddiskriminierend ist. Und da hat er dann auch nichts mehr gesagt. Ja. Ja, weil das irgendwie auch zum Scheitern passt, dachte ich mir, ich trage noch einen kurzen Text vor zum Thema Heiraten. Meine Freundin ist wie mein Ferienhaus, ich habe kein Ferienhaus. Die meisten Menschen sind sich ja bis zuletzt bei der Partnerwahl nicht sicher, deswegen heißt es ja auch heiraten. Ich habe schon viel Kritik für diesen Gag einstecken müssen, aber der bleibt drin. Ich finde, es gibt bei Hochzeiten wie bei allen anderen gesellschaftlichen Anlässen einfach zu viel Erfolgsdruck. Hochzeiten sind ja in einem Jahrhundert erfunden worden, in dem viele Menschen nicht älter wurden als 40. Wenn das Leben so kurz ist, kann man sich schon mal lebenslange Treue versprechen. So nach dem Motto, okay, 5 Jahre mache ich's. Ich bin dafür, den Druck rauszunehmen und auch die Hochzeitsformel ehrlich zu halten. Wollt ihr zusammenbleiben, bis ihr einfach keinen Bock mehr aufeinander habt? Dann antwortet jetzt mit meinetwegen. Ich habe das Gefühl, ich werde gerade monatlich zu Hochzeiten eingeladen und ich habe festgestellt, meine Bekannten, die feiern keine coolen Partys mit ihren Freunden, die inszenieren Staatsakte. Ziel der ganzen Veranstaltung ist es offenbar nicht, einen schönen Moment mit den Nächsten zu teilen. Ziel ist es offenbar eher, dem eigenen Perfektionsimage eine weitere Facette hinzuzufügen. Es ist alles so durchinszeniert, so auf Perfektion getrimmt. Ich habe das Gefühl, die heiraten nicht einander, sondern gegen die anderen Paare. Ich gebe mal ein Beispiel von einer Hochzeit, die ich am Rande erlebt habe. Das fing schon an mit einer mehrseitigen, durchgelayouteten Einladung, die von einem eigenen Hochzeitslogo verziert wurde. Dann gab es ein 48-Stunden-Programm im Märchenschloss und weil man nichts dem Zufall überlassen wollte, auch noch ein Dresscode. Nachmittags casual, die Frauen gerne mit Hut. Und wenn man dann noch nicht die Lust verloren hatte, dann konnte man sich die harmonische Geschichte der Beziehung noch extra auf der Homepage durchlesen. Ich habe damals gedacht, wenn die Verpackung schon so aufwendig ist, kann doch was mit dem Inhalt nicht stimmen. Die hatten auf ihrer Homepage eine ganze Fotoserie veröffentlicht. Ich habe mich gefragt, wie haben die das gemacht? Ich glaube ja, die haben zuerst den Fotografen engagiert und dann sind sie zusammengekommen. Ja? Ja, die hatten sogar ein Foto von ihrem Kennenlernen. Ich meine, wie kann das abgelaufen sein? Da muss ja einer von beiden von vornherein mit diesem Plan ins erste Date gegangen sein, irgendwann die Spiegelreflexkamera gezückt haben und dann dem anderen gesagt haben, Entschuldigung, ist okay für dich, wenn ich jetzt ein Foto für unsere Hochzeits-Homepage mache? Das letzte Foto in dieser Reihe war dann von der Verlobung. Sie haben sich am Valentinstag verlobt in Venedig. Ich könnte mich mit dieser Fotoserie, glaube ich, nur dann anfreunden, wenn sie die Fortsetzung auch noch erzählen würden. Ne? Ein Foto vom ersten Streit, vom ersten Seitensprung, von der Scheidung, der nächsten Hochzeit, der übernächsten Hochzeit. Ne? Dass diese Fotostory wie in so einer Daily Soap sich immer weiter verästelt und man am Ende gar nicht mehr weiß, wer war jetzt mit wem zusammen. Ja. Das würde ich mir auch wieder angucken. Das habe ich damals übrigens nicht nur gedacht, das habe ich denen auch geschrieben. Ja. Unter Komikern sagt man, lieber einen guten Freund verlieren als eine gute Pointe.
Ja, waren aber nur Bekannte. Ja. Ich merke ohnehin, dass es mir immer schwerer fällt, zwischenmenschliche Beziehungen zu führen, auch überhaupt neue Freundschaften einzugehen. Neulich habe ich mich mit einer Frau auf einer Party unterhalten, habe gesagt, und was machst du so? Meinte sie, sie wäre bei der Deutschen Bank. Meinte ich, müssen wir gar nicht erst weiterreden. Ja. Da habe ich mich verhaspelt, die Pointe ist baden gegangen. Naja, das haben Bekannte von mir auf dieser Party mitbekommen, haben gleich eingegriffen, haben gesagt, das meint er nicht so, meinte ich doch. Das hat die Situation angespannt gemacht, das habe ich auch gespürt, ne, da habe ich feines Gespür für. Und andere hätten da einen Witz gemacht, um die Situation aufzulockern. Ich habe angefangen zu weinen, um die Situation noch unangenehmer zu machen. Ich bin mit vielen sozialen Situationen völlig überfordert. Ich kann auch mit Ritualen oft nicht umgehen. Neulich habe ich von Bekannten so eine Geburtsbenachrichtigungskarte erhalten, weil sie geworfen hatten. Und kennt ihr das, wenn sie dem Kind so einen merkwürdigen Namen geben, dass ihr so denkt, herzlichen Glückwunsch kannst du nicht schreiben. Dann habe ich ein halbes Jahr überlegt und geschrieben, viel Glück. Bei manchen Themen weiß ich auch, da liege ich auf der falschen Seite dieser Geschichte, aber ich komme dann aus meiner Haut nicht raus. Also da weiß ich, eigentlich müsste ich hier toleranter sein, aber ich schaff's dann einfach nicht. Neulich meinte jemand zu mir, 11. März, das heißt, du bist von Sternzeichen Fische, halt's Maul. Dann habe ich aber sicherheitshalber gleich hinterher erklärt, dass Fische ein sehr aggressives Sternzeichen ist. Wenn ich gegen alle meine Instinkte doch mal als Gast auf eine Hochzeit zusage, dann kostet das richtig viel Geld. Ne? Alles muss man selbst bezahlen, Anreise, Unterkunft, Geschenke sowieso. Dann gibt es diesen grausamen Junggesellenabschied, der auch immer teurer wird. Ich habe letztes Jahr an 3 Hochzeiten teilgenommen und danach erstmal Privatinsolvenz angemeldet. Und ich fände es so schön, wenn man sich wenigstens mit Geld freikaufen könnte aus all diesen Zwängen. Aber man muss ja auch immer noch mitarbeiten, ne? Weil es immer irgendjemanden gibt, der noch die total tragische Idee hat, ein lustiges Hochzeitsvideo zu drehen, dann wird man als Hochzeitszeitungsredakteur eingestellt. Wenn ich irgendwann mal heiraten sollte, dann aus Rache. Ja. Dann lasse ich meine Gäste auch alles machen. Hier sind die Adressen vom Baumarkt, vom Bastelladen, hier ist die Wiese, ihr habt eine Woche. Wenn ich ehrlich bin, heirate ich vermutlich nie, Verzweiflung ist ein hartes Wort, aber ich bin auf Datingportalen unterwegs. Natürlich bin ich auch bei Parship und was soll ich sagen, alle 11 Minuten verliebt sich niemand in mich. Ja, das, was ich am menschlichen Dasein so krass finde, ist, dass tatsächlich alles widersprüchlich ist, ne? Ich gebe mal so ein Beispiel, privat bin ich gegen Sklaverei. Das kann kein guter Satz mehr werden, oder? Privat bin ich gegen Sklaverei, aber fast alles, was ich an meinem Körper trage, wurde unter sklavereiähnlichen Bedingungen hergestellt. Machen wir ein bisschen harmloser weiter. Ja, auch mein Beruf ist schon Widerspruch in sich, ne? Ich kann von meiner Kapitalismuskritik leben. Immer häufiger werde ich sogar von Unternehmen auf Betriebsfeiern eingeladen, um die Stimmung in der Firma aufzulockern. Für mich ist jede Einladung eine neue Beleidigung. Ich mache das aus Prinzip nicht. Allerdings bin ich ein einziges Mal aus Versehen vor einem Unternehmen aufgetreten. Das war im Rahmen einer Mixed Show. Es waren also noch andere Leute auf der Bühne. Danach kam einer der Mitarbeiter direkt auf mich zu und meinte, du warst heute mit Abstand der Beste. Ich so, hä, wieso das denn? Naja, keiner hat die Stimmung in der Firma so gut wiedergegeben wie du. Es war Microsoft.
Völlig egal, wohin ich gucke, überall verwickle ich mich in Widersprüche, lande ich in Sackgassen. Neulich habe ich ein Programm zum Entpacken von ZIP-Dateien runtergeladen. Das Programm war als ZIP verpackt. Wer macht sowas? Das nächste ist banal, aber es macht mich trotzdem fertig. Auf älteren Fotos sieht man jünger aus. Egal. Wikipedia sagt, Experten sind Menschen, die sich auf einem Fachgebiet auskennen. Aber Experten sagen, Wikipedia solle man nicht trauen. Ich weiß dann immer nicht, hä? Was stimmt denn jetzt? Stimmt das eine, das andere, nichts von beiden, beides? Ich bin total überfordert. Und das waren alles harmlose Beispiele im Vergleich zu dem, was sich in mir drinnen abspielt. Meine inneren Konflikte finde ich wirklich krass. Ich mache häufiger die Beobachtung, dass ich mit Bekannten über ein politisches Thema diskutiere und dann im nächsten Moment denke, wenn die weg sind, hole ich mir einen runter. Ist das bei euch anders? Ist das nicht ein krasses Spannungsfeld, in dem wir als Menschen alle stecken? Auf der einen Seite sind wir triebgesteuerte Tiere, auf der anderen Seite aber auch vernunftbegabte Wesen. Es gibt Menschen, die können richtig gut Geige spielen. Das ist das Ergebnis von jahrzehntelangem harten Proben. Aber selbst in deren Körpern übernehmen immer wieder die Triebe und dann geht man kacken. Das ist das Spannungsfeld des menschlichen Seins. Richtig gut Geige spielen können und kacken. Und die wenigsten Menschen können gut Geige spielen. Ich mag die Reaktionen an dieser Stelle, weil es grob gesehen zwei Gruppen gibt. Zum einen die Erleichterten, die sagen, puh, die anderen kacken auch. Die anderen sagen, nee, ich kack nicht. Das ist nicht meine Art. Und ich mag beide Reaktionen, weil sie zeigen, dass wir in unserer Kultur, in unserer neoliberalen Quatschgesellschaft unser Tiersein peinlich finden. Ne? Wir versuchen es zu verdrängen. Ne? Wir rasieren alle Haare ab, wir übertönen alle Düfte und wenn jemand furzt, dann finden wir das ekelhaft. Ne? Man könnte auch eine lockere Haltung dazu einnehmen und dem anderen zum gelungenen Stoffwechsel gratulieren. Ne? Herzlichen Glückwunsch, du lebst. Ne? Und selbst wenn man sich dann entschieden hat, sich selbst weiter zu optimieren und zu versuchen, eine Maschine zu werden, ne, das ist ja eigentlich das Ziel der neoliberalen Quatschgeschichte, dass wir unser Menschsein, unser Tiersein ablegen und selbst zu Maschinen werden. Ne, und selbst perfekter machen und optimieren. Selbst in dieser Optimierungserzählung gibt es Widersprüche. Ne. Es wird dann zum Beispiel gesagt, sei ein guter Mensch, mach Karriere. Da denke ich dann auch immer, hä, was denn jetzt? Wird auch gesagt, sei du selbst, nimm ab. Das komprimiert die Botschaft von Frauenzeitschriften. Jede Seite immer abwechselnd. La, 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 la. Das wäre auch das ehrliche Motto der Brigitte. Sei du selbst, Sternchen, minus 20 Kilo. Hör auf deine Bedürfnisse, aber benimm dich. Ja. Wieder dieser Grundkonflikt zwischen Vernunft und Trieben. Und ich merke das immer, dass ich in mir selbst darum streite, versuche ich mich jetzt wie ein Tier zu verhalten oder wie eine Maschine. Und natürlich gibt es diesen Konflikt auch im Alltag die ganze Zeit. Ja? Also wenn mein Smartphone mir sagt, ich führe jetzt das Update durch, dann sage ich, nee, bitte nicht. Die Maschine sagt doch, ich sage, okay. Oder dieses Capture-Verfahren, das macht mich fertig. Ja, wo man auf den 12 Kacheln all die Kacheln auswählen muss, wo eine Ampel drauf ist, eine Brücke. Das kennt ihr auch, ne? Ich spiele das manchmal eine halbe Stunde. Wie viele Runden muss man das spielen, damit man endlich weiterkommt? 9.999, okay, danke. Also probiere ich das nächste Mal. Und ich finde dieses Verfahren so demütigen. Warum muss ich denn der Maschine beweisen, dass ich keine Maschine bin? Ja. Und ich glaube, das ist die Vorstufe davon, dass die Maschine uns als Haustiere hält. Ja, also wir machen das ja so mit Hunden zum Beispiel, wir lassen die irgendwelche Kunststücke machen und dann gibt es eine Belohnung und so macht das diese Maschine beim Capture-Verfahren auch, die sagt, such die Kachel und dann, fein, ja, und dann kriegt man eine Belohnung und darf bezahlen.
Oder wenn ich mit einer Pfandflasche in den Supermarkt gehe, komme ich wirklich an die Grenzen meiner Fähigkeiten. Ich gehe da zu diesem Leergutautomaten, tue die Pfandflasche da rein und der sagt mir, du hast die Flasche falsch eingelegt und ich denke nur, Alter, du hast ein IQ von 0. Andererseits, wer ist hier der Experte für Pfandflaschen? Und dann beobachte ich mich so, wie ich an so einem Mittwochnachmittag in einem handfesten Konflikt mit einem Leergutautomaten stecke. Ruf irgendwann den Supermarktmitarbeiter hinzu, damit er unseren Streit schlichtet. Dann nimmt er mir die Flasche ab, tut sie in den Leergutautomaten und sagt mir, du hast die Flasche wohl falsch eingelegt. Und da denke ich nur, ich weiß nicht, wie ich nach diesem Erlebnis noch erhobenen Hauptes durch diesen Tag gehen soll. Manchmal fahre ich mit Autos zum nächsten Auftritt, weil es nicht anders geht. Und ich habe festgestellt, die Autos, die brauchen einen eigentlich auch nicht mehr. Die beobachten einen die ganze Zeit. Neulich meinte ein Auto zu mir, Müdigkeit erkannt, bitte Pause machen. Und da war ich auf 180. Bin ich noch auf der Autobahn nach hinten auf die Rückbank gegangen, um ein Nickerchen einzulegen. Das hat das Auto aber auch gemerkt, mich zurückgepfiffen. Und dann habe ich die Fenster runtergemacht, um Frischluft reinzulassen. Und dann gab es einen Eco-Tipp. Ja? Luftwiderstand, Doppelpunkt, Fenster schließen. Ein Eco-Tipp, ja? Also einen ökologischen Hinweis. Und da dachte ich mir, das lasse ich mir von einem Volkswagen nicht sagen. Dann habe ich die Fenster wieder hochgemacht. Früher habe ich an dieser Stelle immer gefragt, wollt ihr jetzt das lustige Ende oder das traurige Ende? Dann hat mal jemand gerufen, Hauptsache Ende. Seitdem mache ich immer Hauptsache Ende. Wie lang habe ich noch? Was? Also ich glaube, um 10.30 Uhr ist hier der nächste Vortrag, oder? Ha? Solange ich möchte. Ja, nicht, dass irgendwann die Speicherkarte oder das Internet voll ist. Okay. Ich weiß nicht genau, wie das... Okay. Ja. Gute Laune da. So. Weil ich eben eh schon über Triebe und innere Konflikte gesprochen habe, dachte ich mir, ich mache euch am Ende dieses Demotivationsworkshops noch ein Geständnis, und zwar, ich bin richtig schlecht im Bett. Ich finde das mittlerweile überhaupt nicht mehr schlimm. Ich sehe es sogar positiv, zu wissen, dass man schlecht im Bett ist, heißt ja, dass man Sex hatte. Ich bin blass, verklemmt und sensibel. In meinem Leben ist Sex keine Selbstverständlichkeit, eher ein Akt von Gnade. Gibt noch einen Vorteil zu wissen, dass man schlecht im Bett ist. Ich muss im Bett keine Versagensängste mehr haben, weil ich eh schon weiß, dass ich es nicht drauf habe. Da ist der Druck weg. Trotzdem hätte ich gern mal einen Dreier. Für mich die Möglichkeit, gleich zwei Leute zu enttäuschen. Eigentlich drei. Immer wenn ich mir einen Porno angucke, dann denke ich, hä, das Leben ist doch eigentlich gar nicht so. Das denke ich auch im Alltag sehr oft. Hä, das Leben ist doch eigentlich gar nicht so. Wenn ich mir Werbung angucke, wenn ich irgendwie auf Instagram bin, wenn ich eine Hochzeitseinladung in der Hand halte, wenn ich mir Stellenanzeigen angucke. Bei Stellenanzeigen denke ich immer, aus welchem Paralleluniversum kommt ihr denn? Ja, immer so unter dem Motto geschrieben, leben Sie Ihre Leidenschaft im Schraubenverkauf aus. Ja, oder auch, erleben Sie mit Ihrem Team Abenteuer im Controlling. Viel Glück. Ja. Natürlich sind wir umgeben von Inszenierung, überall wird so getan, als ob. Und trotzdem
Und das war in der Menschheitsgeschichte immer schon so, das ist in der ganzen Natur so. Ne? Lebewesen tun so, als ob, um sich selbst Vorteile zu verschaffen. Und trotzdem glaube ich, dass wir in einer abgefahrenen Zeit leben, weil wir mit 7,6 Milliarden Artgenossen auf einer globalen digitalisierten Bühne ununterbrochen miteinander konkurrieren. Ja, das macht einen enormen Erfolgsdruck. Und ich wünschte manchmal, dass viel mehr über Scheitern geredet wird, um auf diese Weise den Druck rauszunehmen. Und deswegen muss vielmehr auch das Scheitern gezeigt werden. Und deswegen wünsche ich mir persönlich einen YouPorn des Scheiterns. In dem in allen Videos die Menschen im Bett versagen, zu früh kommen, kein Hoch bekommen, nicht reinkommen, gar nicht kommen, einen Krampf bekommen. Und da bin ich jetzt nur meine letzten 5 Male durchgegangen. Neulich kam danach noch eine Zuschauerin auf mich zu und meinte, das hast du dir auch alles ausgedacht. Und dann sind wir es einzeln nochmal durchgegangen. Und dann meinte sie zu allen Beispielen, stimmt, das hatte ich auch schon alles. Klar, weil es normal ist. Es gibt noch mehr Optionen, den anderen so abtönen, dass es abgebrochen werden muss. Einschlafen, sich streiten, das hatte ich neulich auch. Da hatte ich mal wieder Sex, sie schrie dann irgendwann mehr, mehr, mehr. Ich habe dann abgebrochen, weil mir es einfach zu viel Druck war. Ja, ich habe mich natürlich auch gefragt, kann ich diesen Demotivationsworkshop wirklich mit so einer merkwürdigen Nummer über mein Scheitern im Bett beenden? Und dann dachte ich, yo. Na, weil das quasi das Spannungsfeld dessen ist, was mich interessiert. Ne? Aufklärung und Politik und mein Scheitern im Bett. So, warum soll ich an der Stelle so tun, als ob? Und es erinnert mich an einen Auftritt, den ich vor etwa, übrigens nur noch 3 Minuten, falls ihr jetzt gehen wollt, noch 3 Minuten. Und es gibt keine Pointe mehr, also, naja. Es erinnert mich an einen Auftritt, den ich vor 2 Jahren hatte. Da war ich in einer psychiatrischen Einrichtung zu Gast als Geburtstagsredner. Diese psychiatrische Einrichtung wurde 20 Jahre alt und selten habe ich mich an einem Anlass so wohl gefühlt wie da. Es waren nur Wissende im Raum. Vor mir war ein Philosophieprofessor dran, der über psychische Erkrankungen in der Arbeitswelt geredet hat und der meinte, wir haben ein riesiges Problem in dieser Gesellschaft, weil wir mittlerweile nicht mehr in einer Leistungsgesellschaft leben, sondern in einer Erfolgsgesellschaft. Was ist der Unterschied? In einer Leistungsgesellschaft konnte der Chef noch genau messen, welcher Arbeitnehmer welche Leistung vollbringt. In einer Erfolgsgesellschaft sind die einzelnen Tätigkeiten und Jobs so ausdifferenziert, dass niemand das mehr ernsthaft miteinander vergleichen kann. In dieser neuen Erfolgsgesellschaft ist das Image das Entscheidende, also wie erfolgreich der Einzelne wirkt. Damit man erfolgreich wirkt, muss man seine Stärken zeigen, man muss seine Schwächen verstecken, man muss sogar seine Krankheiten verheimlichen, weil man sonst seinen Arbeitsplatz verlieren könnte. Und das ist in dieser Arbeitswelt eine realistische Angst. All dieses so tun als ob, ja. All dieser Erfolgsdruck, all dieses so tun als ob, das hat ganz am Ende den bitteren Effekt, dass Menschen, denen es schlecht geht, denken, krass, ich bin ja offenbar der Einzige, dem schlecht geht, allen anderen geht es offenbar gut. Das ist ein Teufelskreis. Ich will in so einer Gesellschaft nicht leben und das ist einer der Gründe, warum ich hier auf der Bühne manchmal versuche, über meine Zweifel, Ängste und mein Scheitern zu sprechen und ich möchte euch am Ende dieses Demotivationsworkshops ein einziges Mal motivieren, das Gleiche auch mal mit eurem Sitznachbarn auszuprobieren, dass ihr offen über eure Ängste und Zweifel sprecht und dass ihr sagt, so bist du gescheitert, Respekt. Vielen Dank. Bevor ihr jetzt alle rausrennt, bleibt noch mal ganz kurz sitzen, bitte. Denn ich hatte eigentlich etwas vor, am Anfang des Talks zu machen. Nico hat mich gebeten, es nicht am Anfang des Talks zu machen. Dass er auf den Witz nicht gekommen ist, weiß ich auch nicht. Diese Vorstellung hieß, Freude ist nur
ein Mangel an Informationen. Und hier sitzen 4.500 Informationstechniker. Kein Wunder, dass die Hälfte von uns depressiv durch die Gegend rennt. Darf ich alle bitten, ich möchte einmal was gegen Depressionen tun. Und zwar bei den Leuten, denen es wirklich schlecht geht. Viele davon sitzen unter uns. Darf ich alle die bitten, die Depression mal durchgemacht haben und sich von jemandem die Geschichte anhören würden, wo er gerade steht, und ihm zu helfen, den ersten Schritt zu gehen, kurz aufzustehen und alle anderen sich einfach nur auffällig umzuschauen, dass diese Menschen die Chance haben, sich eine Person rauszusuchen und auf diesem Kongress anzusprechen. Also alle, die mal mit jemandem sprechen würden, alle, die mal durch Depressionen gegangen sind, alle, die ein offenes Ohr für euch haben, bitte aufstehen. Ich hoffe, ihr habt euch jemanden rausgesucht. Ich hoffe, ihr sprecht sie an, weil wir wollen euch nicht auch noch verlieren. Wir sind alle der Kongress, wir sind alle eine Community. Und jetzt zum Schluss bitte nochmal einen riesigen, trampelnden Applaus für Nico Sensroth!